Nein. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Okay, ein 60er-Film. Das ist der Vater, ne? Glaube ich. Hallo. Hallo, wo bist du? Ich glaube, seine Puppen... Ja, seine Puppen sind auferstanden. Hui. Weg von mir, du blöde Puppe. Du auch. Ich will den Vater. Ich will nur mal wissen, wie viel es abzieht. Oh, wenig, wenig, wenig. Legen sich die doofen Puppen auch mal wieder hin? Oh, nein! Oh. Na komm, werd doch mal rot. Nein, 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 nein. Oh nein! Blöden Ziegen. Ah, wenn die mich treffen. Ah, das ist gut zu wissen. Bist du? Oh. Werd doch mal rot, Mensch. Na. Es wird einfach nicht rot. Nein. 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 Wie oft ich bei diesem Let's Play auch immer Nein sage, ne? Was wollte ich? Objekte, Kräutermedizin nehmen? Na, ja, nee, komm. Noch eine nehmen wir mal nicht. Ich will mich jetzt auch nicht von denen treffen lassen. Oh, treffen lassen. Mir jetzt egal, Hauptsache es zieht ein bisschen was ab. Ey, lass doch mal deine doofen Puppen. Ah! Shit! Ach ja. Ihr seid so süß, ich liebe euch. Genau deswegen. So, Papa, wo bist du? Da, aber die Puppe ist auch hinter mir her. Ey! Hat das gepasst? Jo, 65 Schaden. Sehr cool. So, jetzt lass mal die Puppen unten. Und? Jo! Sehr gut. Zeig dich. Oh, oh, die Puppen stehen wieder auf. Einfach ein bisschen rumlaufen. Ah! So viel dazu. Lass mich los. Ich schüttel dich ab hier und es passiert nichts. Ja, Vater, ich mache ein Foto. Nein! Ich habe zu lange abgewartet. Kräutermedizin. Rein damit. Ich glaube, der 61er-Film reicht aber echt aus. Ich möchte dafür jetzt ungerne einen noch stärkeren nehmen. Oh, oh Gott, Puppen sind weg. Und Vater auch. Na, super. Ah, ne, da ist er. Hallo. Nein, scheiße. Ein Film verschwendet. Ein Foto. Denn so selten die Chance hier auf das doofe, fatale Bild. Ist doch echt unfair. 27 Schaden. Ja, toll. Ja! Shit. Nein, nein, nein. Okay. 65 Schaden und die Puppen liegen wieder am Boden. Ui, 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 ui. Wo bist denn du? Wo bist du denn?
bist du. Na, toll. Ist mir jetzt egal. Na, vielleicht doch nicht. Ich habe nur noch 27 Bilder. Ja. Wo bist du denn? Mann. Shit. Nein, 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 nein. Oh, Moment verpasst. Oh, Manu. Shit, ich hätte ihn... Oh, ich hätte ihn schon haben können. Er könnte tot sein, aber ich renne in ihn rein. Weil er einfach so ein guter Vater ist. Und ich auch gerne eine Zwillingsschwesterpuppe hätte, die dann voll creepy ist und mich in die Ecke drängt. Scheiße. Ey, was? Die hat mich... Ey, hallo? So geht's ja nicht hier, meine Liebe. Nein, 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 nein. Das ist auch echt, boah, mit der Kamera teilweise gemein. Nein, toter Zeitpunkt. Da, oh, jetzt wollte ich gerade, aber nein. Okay, aber wenigstens liegen die Puppen am Boden. Und jetzt schon wieder. Komm, ein Foto noch. Ein blödes Foto noch. Ich sehe ihn nicht und die... Oh, die Steuerung hakt gerade. Ich komme so langsam nach links rüber. Jetzt aber bitte, oder? Hui, schwere Geburt. Schwere Geburt. Auf dem Boden, wo der Geist war, liegt etwas. Glasaugen. Von welcher Puppe sie wohl stammen? Und die Puppennotiz 5. Erst muss die Puppe durch Erhängen sterben, dann muss ich sie in den Hm werfen. Deshalb kontrolliert sie Akane und versucht, mich zu töten. Ich muss sie hineinwerfen, selbst wenn ich dabei durch den Hm erblinde. Meine Tochter muss erneut sterben und Akane muss erneut den Schmerz des Todes ihrer Schwester erleiden. Wenn es das Ritual nicht gäbe, müsste niemand so etwas ertragen. Ja, das stimmt wohl. Hättet ihr hier im Dorf nicht so verrückte... Rituale, dann wird es alles nicht passieren. Die Wechselwahlfunktion ermöglicht die Benutzung von 3 Power-Up-Linsen auf einmal. Die ausgewählten Power-Up-Linsen können im Suchermodus durch das Drücken der L1-Taste gewechselt werden. Mhm. Und eine Geisterkugel. Ach, super. Ich würde sagen, wenn wir am nächsten Speicherpunkt sind, also so kurz davor, als Abschluss einer Folge, tunen wir dann nochmal unsere Kamera und hören uns auch die ja, neuen Kristalle aus dem Radio an. Hier ist ja schon ein Speicherpunkt. Mensch, jetzt fällt es mir gerade ein. Wobei ich eigentlich gerne vorher erst die Augen einsetzen würde in die Puppe, um dort den Weg schon mal frei zu machen. Ich denke ja mal, da erwartet uns dann ein Rätsel. So lasen sich zumindest die Notizen. Und es wäre ja ganz schön, wenn wir das vorher noch lösen könnten. Und dann würde ich nochmal zurückgehen und speichern. Oh, dieses Geräusch. Die beiden kommen doch hier gleich wieder, oder? Du hörst ein Geräusch aus der Kiste hinter der Puppe. Das hört sich echt so an, als müsste ich hier kämpfen. Es scheint jetzt zu funktionieren. Okay, erstmal muss ich Sound ein bisschen runterdrehen. Welchen... Oh Gott, ich habe mir das nicht gemerkt, aber ich kann sowas ja auch nicht logisch. Deshalb nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen rumprobiere. Was müssen die? Die müssen sich anschauen, ne?
Ich möchte mal gerade wissen, kann ich jetzt an den Puppen hier selbst irgendwas machen? Nee, ach so, ich kann es nur da hinten drehen. Okay. Links. 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 Rechts. Oh, sowas ist echt nicht meins. Du drückst dir was? Kann ich das nur ein paar Mal machen? Nochmal. Also. Rechter Knopf. Rechter Knopf. Nee, ich bin für sowas einfach nicht gemacht. Ich kann mir das nicht logisch vorstellen. Als die Puppen sich ansahen, kam ein Geräusch von der großen Kiste. Boah. Ziege. Alte Ziege. Mann. Why do you kill? Ja, weil ich muss, weil ihr mich angreift, ihr Blöden. Deshalb. Oh, cool, war sogar die richtige. Oder? Oh. Ich habe auch nochmal Tipps in den Kommentaren. Ist das jetzt die richtige? In den Kommentaren von euch gelesen, dass ich tatsächlich ein bisschen auf die Haltung der beiden achten soll. Und vor allem auf den Mund. Aber. Na, ich probiere es mal zum Test. Ja. Aber das geht halt wirklich nur, wenn die beiden gleichzeitig auf mich zukommen. Sonst ist es ja fast unmöglich, zumindest für mich, da irgendwie einen Unterschied zu erkennen. Wow. Geh, 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 geh. Oder ist das jetzt nur die eine? Nee, ne? Why do you kill? Bist du die echte? Ich probier's mal. Nein, verschwendet. Schnell weg. Ich weiß noch nicht, ob der 61er-Film jetzt so klug von mir ist. Ja, wow, wow, nicht reinlaufen, Mio. Nein, 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 nein. Boah, die ziehen heftigst ab, die Mädels. Aber richtig. So. Kräutermedizin. Jawohl, eine reicht erstmal. Und ich habe nur noch 20 davon. Nee, komm, das ist mir echt zu... Das ist mir echt zu blöd mit dem 61er-Film, dann dauert es halt ein bisschen. Ah, hallo! Hui, boah, Glück gehabt. Echt Glück gehabt. Oh, die, oh. Oh, die andere kommt von der anderen Seite. Mädels, welche von euch ist die Puppe? Sagt es mir. Du bist die echte. Dann bist du die falsche. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Ich will nur deine Schwester töten. Why do you kill? Oh, davon. Wo ist die andere? Oh Gott, die läuft so. Die läuft so. Ich erkenn's nicht. Shit! Ah! Schrei mich nicht so an. Okay, das ist die falsche, das ist die falsche, das ist die falsche, das ist die falsche. Ich könnte auch einfach immer sie... Na toll. Sie beobachten, wollte ich... Oh, wollte ich gerade sagen. Du bist die echte. Jawohl! Haha! Wow. Du bist die echte, du bist die echte, du bist die echte. Ihr seid so doof. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Mann, Mädels. Mädels, Mädels. Das ist nicht cool von euch. Wow. Why do you... Renn mir hinterher. Ich lasse es jetzt mal drauf ankommen. Bitte, bitte, bitte. Ja! Puh, Gott sei Dank, geschafft. Cool.
Sehr cool. Wo die Puppe stand, liegt ein schimmernder Kristall. Violetter Kristall. Und es hat sich geöffnet. So, die Sache ist die. Ich weiß nicht, ob da unten direkt ein Speicherpunkt auf uns wartet. Und ich würde sehr gerne speichern. Und deshalb gehe ich vorsichtshalber zurück. Und dann schauen wir nochmal eben nach der Kamera. Und, falsche Tür. Und ja, schauen nach der Kamera, setzen da so ein paar Sachen ein. Hören uns die Kristalle an. Aber das hat jetzt doch einigermaßen gut geklappt mit dem Kampf, ne? Also beim ersten Mal in diesem engen Gang fand ich die weitaus schwieriger. So, hier ist der Speicherpunkt. Wir schauen jetzt mal nach unserer Kamera. Zusatzfunktionen. Wir haben... Ich peil's manchmal nicht so ganz. Haben wir jetzt nur die? Weil... Ich drücke hier gerade alles und... Ah nee, da unten. Und nichts geschieht. Das sind gewählte Funktionen. Zeigt die LP des Geistes. Okay. Es können bis zu 3 Power-Up-Linsen. Ja, das ist das, was wir vorhin bekommen haben. Okay, also haben wir das automatisch drin und müssten rein theoretisch nur die L1-Taste dann, ja, im Kampf drücken. Geisterkugel hinzufügen. Findet den Aufenthaltsort. Nee, ich finde das hier schon... Lähmt die Bewegung eines Geistes. Das ist natürlich auch gut. Ich setze erstmal da noch eine ein. Und erhöht die Dauer. Ja. Nee. Größert den Suchkreis. Die benötigte Energie hängt von der Linse ab. Erhöht die Austreibungskraft. Ja, komm. Ich mach das mal. Hat den Suchkreis. Das mal. Reichweite. Das mal. Und ja, komm, dann machen wir das auch direkt. So, jetzt haben wir noch 20.000 und können damit sowieso nicht so viel anstellen. Okay, dann ab zum Radio. Dolomit. Der rohgeschliffene Dolomit lag im Raum des Puppenmachers. It's not a doll. It is not my child, either. It is a ghost. I must kill it. Okay, das war der Puppenmacher, der Vater der beiden. Er war in dem Raum mit den Zwillingen. Ach so. Why do you kill? Don't kill. Don't kill. Why? Why do you kill? Okay, ich glaube, das war's aber, ne? Bei Majus Anhänger hatten wir auch nichts mehr. Nope. Okay. Dann auf jeden Fall speichern. Und dann... wo speichere ich denn? Ich glaube, ich speichere mal hier. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir in der nächsten Folge in den Abgrund. Bis dahin. Tschüss.